Guten Morgen, man ist auferstanden und ich werde gleich Kaffee machen und dann Zähne waschen und dann Sachen packen und dann Wanderung Tag 2 Start kommt. Und wir laufen als erstes nach Elsfleth oder wie diese Ortschaft heißt. Das sollte, ich weiß nicht, etwas über 7,5 Kilometer von hier entfernt sein. Ich keine Ahnung, 7,6 Kilometer oder so, wie ich gesehen habe, weil dort sollte es ein Rewe geben, damit wir dort Bier, was zu trinken und noch mehr Sachen kaufen können. Deswegen gehen wir da gleich hin. Aber das ist vielleicht ein Minimalumweg, aber das führt trotzdem nach Richtung Wilhelmshaven. Deswegen laufen wir dorthin, weil da gibt's Rewe zum, da gibt's Biergeschäfte. Cool, oder? Guck mal, Nico. Das hier, das ist meine kleine Dusche. Das? Ja? Oha. Wie? Hä? Wer das an der Flasche dran schraubt, da sind ganz kleine Löcher drin. Und dann spritzt man sich voll damit. Und dann hat das so eine Duschfunktion Wirkung. Oh Scheiße. Guck mal, hier sind Löcher drin, in diesen, da wo Brötchen drin sind. Und hier an diesem Loch, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da ist eine Schneckenspur. Die hat direkt meine Brötchen berührt, diese Schneckenspur, dieser Schneckenschleimspur. Das finde ich unappetitlich. Deswegen werde ich diese Brötchen hier wegschmeißen und in Elsfleth oder wie das heißt, neue kaufen. Und eine weitere Scheiße ist passiert. Und zwar dieser Weißkraut. Die Dose ist leider undicht und die läuft die ganze Zeit aus. Und ich habe jetzt mein ganzes Universalband damit verschwendet, um das zu probieren, um das hier zu, diesen Loch hier zuzumachen. Aber jetzt ist mein Universalband leer. Und das läuft immer noch aus. Das heißt, ich werde das Ding in einer separaten Tüte transportieren, damit das meine Sachen nicht voll spritzt. Dass das irgendwie, weil ich will keinen Weißkrautgeruch an meinen Klamotten haben. Also, beziehungsweise ich möchte nicht, dass das passiert ist, wie in der Bushaltestellenwanderung, wo das Ding meine Klamotten da mit Weißkrautgeruch Geschmack da dran geklatscht hat. Das stört mich dann sonst. Deswegen packe ich das jetzt hier rein. Und hoffentlich hält das. Guckt euch mal diese ganzen Pickel hier an. Diese ganze Akne, die sich da so da drin verteilt. Das heißt, das sieht gut genug aus, dass langsam, das Akne genug, dass der Kaffee fertig ist. Ja, cool, oder? Kann ich immer wieder sagen, Kaffee in der Natur, das ist richtig geil. Das macht Freude. So, Kaffee ist getrunken, Zähne ist gewaschen, Sachen sind gepackt. Und jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. Jetzt laufen wir nach Richtung Elsfleth oder wie das heißt. Wir haben da drin gepennt, da in diesem Waldstück. Und wir sind gestern von hier hier hingelaufen, von da hinten. Und ich dachte als erstes, dass wir weiter noch da lang laufen. Aber wo ich jetzt gerade diese Google Navigation angemacht habe, dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen bis nach da ganz hinten hin, wo diese nervige Bundesstraße oder Landstraße oder wie das heißt ist. Und dann laufen wir nach Richtung links. Zu dieses Elsfleth oder wie das heißt. Also so 7,5 Kilometer ungefähr von hier aus. Das machen wir jetzt. Aber bevor wir diesen ganzen Weg hier zurücklaufen zur nervigen Bundesstraße, habe ich gerade mein Pullover angezogen. Extra damit die Öffentlichkeit mein Bier-Power-Tanktop angucken kann. Währenddessen ich rumlaufe.
Und guck mal, ich habe noch zwei Bier von gestern. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein Guten Morgen Bier aufmachen. Geprost. Und jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. Wirklich Start kommt. Wir sind hier jetzt an dieser nervigen Straße hier angekommen. Da, wo diese ganz vielen nervigen Autos und so weiter hier durchfahren und diese ganzen Abgasen produzieren. Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann jetzt endlich diesen nervigen Müllsack hier reinschmeißen. Ich hatte Müll reingeschmissen. Guck mal, da oben, diese ganzen Wolken, die nerven total rum. Weil guck mal, ich habe jetzt diesen Solarpanel hier aufgemacht. Und ich habe da jetzt meine Powerbank drin, weil die vielleicht noch, keine Ahnung, 30% oder so hat. Und hier, guck mal, wie wenig das ladet wegen diesen ganzen Wolken, die da oben sind. Aber egal, trotzdem ladet das so ein bisschen. Extra zum Akku aufladen. Und oh Scheiße, mir fällt gerade auf, ich habe gerade mein Bier ausgetrunken und ich werde jetzt mein letztes Bier, was ich noch in der Tasche, im Wagen drin habe, aufmachen. Geprost! Guck mal, was hier jetzt gerade passiert. Die Straße, die geht hoch und so. Aber wisst ihr, warum sich diese Straße so bewegt? Weil guck mal, hier vorne sind diese versifften Schiffe mit diesen hohen Dings, Segelhalter. Und die fahren hier drunter durch. Und deswegen bewegt sich die Straße nach oben. Aber ich glaube, das ist höchster Stand. Dieser Shifter soll mal schneller machen. Das ist Zeitverschwendung. Aber guck mal, diese komischen Schiffe, die hier vorbeigefahren sind. Das hat so viel Stau gemacht, wie was da ganz hinten ist. Da sind überall diese versifften hier Abgase produziermaschinen. Diese Autos oder wie die heißen, diese Fahrzeuge. Aber guck mal, weil dieser versiffte Schiff mit diesen Fallfettsegelhalter, was da drüben fährt, langsam durchgefahren ist, bewegt sich die Straße wieder nach unten. Extra damit, wenn das unten angekommen ist, dann bewegt sich die Schranke nach oben. Bewegt sich die Schranke nach der Richtung da lang. Der macht Geräusche. Und jetzt können wir über diese Brücke, die sich nach oben bewegt hat, und wieder runtergefallen ist, rüberlaufen. Und guck mal, wie viel diese Fahrzeuge hier jetzt langfahren. Die ganzen vielen Abgasen machen. Ich habe vorhin auch Abgasen gemacht. Das ist richtiger Stauentfernung. Bier pur. Oh Scheiße, ich habe mein letztes Bier ausgetrunken. Das heißt, wir müssen ein Biergeschäft suchen gehen. Und ich glaube, das dauert noch 3 Kilometer, bis wir an dieses Elsfleet oder wie das heißt, angekommen sind. Und dann prüfen, ob da ein Biergeschäft ist. Aber ich glaube, ich habe gesehen, dass da ein Rewe vorhanden sein sollte. Und deswegen, wenn wir dann im Rewe angekommen sind, dann Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Und Nico braucht auf jeden Fall Wasser. Ganz wichtig. Und ich möchte auch neue Brötchen kaufen gehen, damit ich heute Abend schon wieder Schnitzelbrötchen mache.
Frikadellenbrötchen machen kann. Weil ich will ja keine Brötchen mit Schneckenschleim fressen. Also von hier Nacktschneckenschleim wahrscheinlich. Von diesen Schnecken, die nackt sind. Guck mal, wir laufen die ganze Zeit hier diese nervige Landstraße, wo diese ganz vielen nervigen Autos und so weiter rumfahren. Guck mal, da drüben, da steht drauf, 3 Kilometer von Felsblüte, oder wie das heißt. So ein Weg, was da drüben hin lang geht. Also da, wo dieser Deich ist, wo die ganzen vielen Schafe und sowas sind. Und damit wir diese ganzen Geräusche von diesen ganzen lauten Fahrzeugen hier nicht ertragen müssen, laufen wir jetzt da lang, am Deich bis nach Elsfleth. Ich glaube, genau das machen wir jetzt. Nee. So, wir sitzen hier so ein bisschen rum. Nico braucht ein bisschen Pause. Und ich werde, wie heißt das Ding? Und ich werde jetzt ein von zu Hause mitgebrachten Brot essen. Wir haben kurz Pause gemacht und jetzt weiter zugelaufen bis nach Elsfleth oder wie das heißt. Stromkabelhalter mit Fetz dran! Wir sind gerade in Elsfleth oder wie das heißt. Und in dieser Reifeisentankstelle hinter mir, da war ich eben gerade Kot machen. Und ich habe da meine Wasserflaschen aufgefüllt. Diese 3 Stück, die ich dabei habe. Und gleich gehen wir bei Rewe, kommen wir zu Rewe an. Guck mal, wir haben diesen verschmierten Rewe gefunden. Jetzt können wir da Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Wir haben eingekauft. Also ich habe für mich wieder 3 Träger Bier zum Bier trinken. Dann hier ein bisschen Zucker und hier auch noch ein bisschen Zucker. Ich habe jetzt 2 Tüten gekauft, weil das sind voll die voll kleinen Tüten. So eine richtige mächtigen Tüten. Ich habe für mich noch ein extra Wasser gekauft. Für den Fall, falls die 3 Wasserflaschen, was ich dabei habe, nicht ausreichen. Und ich habe mir 4 Brötchen gekauft, damit ich später Frikadellenbrötchen machen kann. Weil ich habe ja noch 4 Frikadellen. Und guck mal, ich habe mir noch das hier gekauft. Dieser Band ist nicht annähernd so geil wie mein Universalband, was ich immer nehme. Aber ich dachte mir, besser das hier als gar nichts. Damit ich für morgen die Frikadellen zukleben kann. Dass die nicht aus hier runterfallen und sowas. Oder dieser Weißkrautsaft, dass der nicht irgendwie meine ganzen Sachen bekleckert. So dass ich dann. Weil ich möchte nicht irgendwie nach diesen Weißkrautsaftgeruch riechen. Und der Rest, das hat Nico gekauft für sich. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einer Sparkasse. Ich wollte gerade bei Rewe abholen, Geld abholen, aber ich war zu spät gewesen mit den Gedanken, das zu fragen. Und ich habe schon Geld abgezogen und man muss mindestens 10 Euro einkaufen, damit man was abheben kann. Und deswegen werden wir gleich, wenn wir eingepackt haben, werden wir eine Sparkasse suchen gehen. Und dann werde ich dort Geld abholen. Das machen wir jetzt. Wir haben eingepackt. Und darauf werde ich jetzt erstmal ein Bier trinken. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke. Wir haben eine Sparkasse gefunden. Und darauf, dass wir eine Sparkasse gefunden haben, werde ich jetzt Geld herunterladen. Ich habe gerade in der Sparkasse Geld gedownloadet. Und wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Weil genau neben dieser Sparkasse ein Dönerladen ist. Und weil mein Portemonnaie leer war. Und ich werde jetzt sowohl für mich als auch für Nico Döner ausgeben. Und deswegen, dafür brauchte ich deswegen musste ich Geld herunterladen. Ich habe gerade für uns Döner gekauft und Döner ist fertig. Das heißt, jetzt Dönerfressen-Start kommt. Nico, ich habe vorhin Kot gemacht.
So, wir haben jetzt gerade Döner aufgegessen. Und in den ersten Bissen, da dachte ich, oh Scheiße, das ist bestimmt wieder so ein Standarddöner, so ein Durchschnittsdöner irgendwie. Aber wo ich dann weiter reingebissen hatte, da ist mir aufgefallen, dass dieser Fleisch hier voll cool ist. Und auch die Zwiebeln sind noch ein bisschen zwiebeliger irgendwie. So frisch irgendwie, auch größer geschnitten, was ich auf jeden Fall mag. Aber es hat trotzdem überhaupt gar keinen Wow-Effekt gehabt. Sodass ich denke, dass der ein kleines bisschen besser als Durchschnittsdöner ist, aber hat mich überhaupt kein Stück umgehauen. Also muss ich jetzt nicht nochmal haben. Guck mal, mein Rad, wo Gummi dran ist, da sind jetzt Steine dran. Diese Kieselsteine hier, die machen die ganze Zeit mein Gummi kaputt. Das nervt mich. Das ist störend. Guck mal, dieses Weiße hier vorne, wisst ihr, was das ist? Das ist getrocknete Nacktschneckenschleim. Und wisst ihr, woher ich das weiß? Weil heute Morgen, wo ich mir das angeguckt habe, dann war das da war das frische Nacktschneckenschleim gewesen. Nico möchte schon wieder Pause machen, weil hier, sein Rucksack ist schwer. Ich hätte mir mal auch so einen Klappsackkarre holen müssen. Aber am nächsten Mal weiß ich Bescheid, dann hole ich mir so einen. Holt euch sowas auch zum Wandern, Leute. Also einen Rucksack, wenn ihr viel drin habt, ihr kriegt richtig Rückenschmerzen. Ich merke das richtig. Ja, ich weiß. Und deswegen, wegen dem schweren Rucksack, machen wir genau hier, wo ganz viel Vogelscheiße rumliegt. Hier machen wir Pause. Bier, Power, Rutschgefahr! Ach ja, das habe ich vergessen zu erzählen. Weil guck mal, hier, da oben sind zwar so eine Kackwolken, die hier die D3-Schepperung versperrt. Aber trotzdem ist das jetzt von den Temperaturen her wunderbar genug, dass ich meinen roten Fummel hier ausgezogen habe. Jetzt so, das ist genau so, wie ich jetzt so rumrenne. Dass ich so rumrennen kann. Cool, oder? Da steht Wilhelmshaven drauf. Leute, wir sind gerade an einer ganz besonderen Stelle angelangt. Und zwar kennt ihr diesen Steinhaufen hier vorne noch. Und meine Jever-Wanderung, wo ich von Bremen bis nach Jever gelaufen bin. Das war nachts gewesen und bei der dritten Nacht, da stand hier vorne ein LKW, so ein richtiger Vollfett-LKW. Und ich bin irgendwie nach da lang gelaufen. Hier in diesen Gebüsch rein, weil ich gedacht habe, irgendwie hinterm Busch irgendwie mein Zelt aufzuschlagen. Aber weil dort Wasser drin war, bin ich da mit meinem Schuh da reingelaufen, sodass mein Fuß dann nass war. Und deswegen hatte ich mich dann spontan entschieden gehabt, mein Zelt genau hier vorne aufzuschlagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und genau hier hinter habe ich dann gepennt, bei der dritten Nacht von der Jever-Wanderung. Gut, dieser LKW-Fahrer, der hinter diesem Berg hier war, der hat es anscheinend nicht gestört. Oder keine Ahnung, ob der es überhaupt gemerkt hat, dass ich hier gepennt habe. Und ich erinnere mich gerade zurück hier an dieser Stelle. Und ich weiß jetzt, wo wir irgendwie langlaufen. Also welche Richtung wir jetzt laufen, wie die Richtung aussieht. Aber was ich aber total langweilig finde, weil wenn man schon die Richtung kennt, wo man läuft, dann ist das nichts Neues. Das wäre viel mehr cool dran, wenn wir irgendwie eine andere Strecke laufen. Aber dieser Google oder wie das heißt, das schickt euch die ganze Zeit genau diese Richtung. Aber egal, ich habe euch meinen Wildcamp-Zeltplatz gezeigt von der dritten Nacht von der Jever-Wanderung. Bierpower Verkehrsreflektor! Hier, Junkerhorn.
Schmeckt? Ja. Ist nicht so bitter wie dieses Birkenbaum. Wir laufen noch immer diese Straße bis da ganz hinten irgendwie hin lang. Bis, ja, weiß ich auch nicht, wissen wir auch nicht, wie lang diese Straße genauso geht. Aber die geht lang, aber trotzdem laufen wir die lang. Guck mal, wir haben endlich einen Mülleimer gefunden. Jetzt kann ich meine ganzen leeren Bierflaschen, die hier drin sind, da drunter stellen. Aber guck mal, weil dann nur Bierflaschen drin sind und sonst fast gar kein anderer Müll, werde ich mit meiner versifften Hand hier reingreifen und dann die ganzen Flaschen einzeln hier drunter stellen. Das werde ich jetzt machen. Ich habe jetzt meine ganzen leeren Bierflaschen hier hingestellt. Und hier eine Tüte gespart, weil ich die von der Tüte rausgeholt habe. Heute, also vorhin, das erste Mal, wo ich Müll ausgeleert habe, da habe ich die ganze Tüte genommen und weggeschmissen. Das liegt aber auch daran, weil da noch viel mehr anderes Müll drin war. Hier mit, wie heißt das Ding? Genau. Und zu voll war irgendwie diese ganzen Bierflaschen von diesem anderen Müll, das da drin war und vielleicht irgendwie ganz schmalzig und dreckig und verschmiert war, das irgendwie voneinander zu trennen, weil sonst wäre meine verpilgte Hand sonst dreckig und so, wenn ich da reingreifen würde. Deswegen habe ich diese Tüte einfach weggerissen und dann da reingeschmissen. Aber jetzt, weil ich genau wusste, dass da nur Bierflaschen drin waren, habe ich die jetzt einzeln rausgemacht, um jetzt diese Tüte zu sparen und dann hier hingestellt. Guck mal, Hälfte von mir Landkreis Wesermarsch und Hälfte von mir Landkreis Ammerland. Ja, genau, Ammerland heißt das. Wir haben eben gerade einen Zuschauer getroffen. Der ist mit seinem Elektroauto hier vorbeigefahren und er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir in sein Waldstück da rumpennen. Das sollte ungefähr 4 Kilometer von hier entfernt sein und da werden wir mit Beinen hinlaufen und dort rumpennen. Vielen Dank und viele Grüße an den Zuschauer namens Sascha. Viele Grüße, Sascha. Wir werden da rumpennen. Wir haben hier so eine, wie heißt das nochmal, Lost Place, wie es heißt, gefunden. Das steht hier rum. Das sollte verlassen sein. Oder so. Und prüfen, ob man da reinkommt. Hier steht was offen. Eine offene, geöffnete Tür oder wie das heißt. Wir sind jetzt im Lost Place. Also die Tür stand richtig offen. Wir sind jetzt im Lost Place. Die Tür stand richtig offen. Hier vorne ist die Brenntonne. Was haben wir denn hier drin? Auch ein paar Stühle und so. Ein paar alte Stühle. Das ändert eine alte Stuhlzeit. Hier vorne ist auch Räumlichkeit. Mit Stofffetzen an Decke. Ja, hier kann man auf jeden Fall reingehen. Toilette gefunden. Und hier ist noch eine Toilette. Aber anders wie in den allermeisten Lost Places, sieht das hier extrem, wie heißt das Ding? Unbeschädigt aus. Das finde ich sehr gut. Das sieht man ganz selten. Und auch hier diese ganzen Waschbecken und so weiter. Richtig gut. Das ist auch hier komplett heile. Vielleicht diese Türen, die sind ein bisschen hier abgehebelt, aber. Nee. Das sieht aus, wie als wenn da hier so eine Küche mal drin war. Hier vorne ist Keller. Hier war mal ein
Da ist ein ganz kleiner Kellerraum, aber hier Schimmelgeruch und sowas. Ist ein Keller jetzt drin, ne? Ja. Schimmelgeruch? Ja, Schimmelgeruch, aber dieser Keller ist ja klein. Okay, was war hier? Nee, hier waren Tresen. Da hinten ist noch ein Raum. Die kommt man durch bestellen. Ja. Hier vorne ist ein geiler Ofen. Also das hier, das sieht sogar so gut aus, dass ich sogar hier drin einziehen würde. Also gut, hier das hier, das ist richtig, boah, das hier, das ist richtig, wie heißt das nochmal, weich oder wie das heißt. So einen Ofen sieht man auch nicht mehr. So einen Ofen sieht man auch nicht oft. Weiter geht's. Hier ist eine Räumlichkeit mit einer zersplitterten Boden. Und Lampe. Hier vorne ist dieser Haupteingang, wo man nicht reinkam. Und hier vorne wurde randaliert. Das sieht man. Hier wurde das zerstört, um. Ja, keine Ahnung. Finde ich schade, sowas. Hier vorne ist auch ein hübscher leerer Raum. Ah, ich glaube, hier vorne waren wir schon. Das sieht. Nee, das. Mein Gefühl sagt, dass es stabil ist. Stabil? Ja. Hier vorne ist. Wie heißt das Ding? Dachboden? Wie viel wiegst du? Ich wieg momentan 75. Gut, ich wieg 25 Kilo mehr. Ja. Ich denke, diese Treppe, die ist stabil genug, dass die dich auch hält. Okay, ich meine oben, ganz oben der Boden. Ja, die geht eigentlich. Ja, hier vorne. Das sieht so verbrannt aus. Keine Ahnung, was das hier war. Das sieht schon verbrannt aus. Hier vorne ist auch eine Räumlichkeit mit ganz viel Schaumstoff dran. An den Decken und sowas. Ja, hier ist ein Raum mit Pufffarben. Hier, so richtig rötlich und sowas. Hier vorne ist ein ganz kleiner Raum. Mit so einem. Keine Ahnung, Eisendings. Ah ne, das sind Eisengestelle für, damit die Wand ein bisschen festhalten, glaube ich. Und das hier ist, glaube ich, letzter Raum. So. Ich glaube, ich habe alle Räume gezeigt. Und jetzt laufen wir raus und weiter zu gelaufen. Das war's, glaube ich, mit dieser Lost Place-Erkundung. War jetzt nicht spektakulär gewesen, aber warum nicht?
Kann man ja mal machen. Jetzt weiter zu gelaufen. So, hier, wir haben Besuch bekommen. Der Zuschauer Sascha ist da. Er möchte aber nicht vor der Kamera stehen, was vollkommen in Ordnung ist. Der begleitet uns so ein bisschen zu diesem Waldstück. So, der Zuschauer, der hat auf seinem Grundstück, was größer ist und was voll geil ist, hier ein Zelt aufgebaut. Also dieser Zelt hier. Nico, hallo. Der ist schon drin. Und der hat uns dafür eingeladen, dass wir hier in diesem Zelt hier drin pennen werden. Und ja, warum nicht? Nehmen wir das Angebot mal an. Und wir pennen heute Nacht hier in diesem Zelt. Genau hier. Genau. Ja. Ich glaube, hier links, da pennt Nico und hier rechts, da penne ich. Auf jeden Fall eine freundliche Geste. Freut uns. So, ich glaube, wir werden uns so langsam schlafen legen. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Das war Stunt! Diese Brücke hier, die ist so fett, dass sie sogar so einen Ausflussgang hat. Die hier, die sind voll cool. Die kann man voll cool fressen.